So Leute, herzlich willkommen zu meiner diesjährigen Köderbestellung. Es sind insgesamt zwei Pakete, ein größeres und dieses kleine hier. Mit insgesamt, was war's, 28 Kilo. Ist auf jeden Fall ordentlich. Und da würde ich sagen, fangen wir mal mit dem ersten Paket an. So, jetzt hier das erste kleine Paket. Haben wir hier. Ich bin ein Typ Pyro Hero von Panda. Neues Design. Die Jungs sprachen nur darüber, wie man Tacke macht. Mir war und ich gewinne die nächsten als zweites. Ein ganz normaler Junge konnte man schon früher sehen. Die schöne Vorschlaghammer. Wenn der Junge mit dem Büro gehen. Von Blau. Leider keine Zeit. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Mit ihrem 30mm Tattoos. Mama wusste, was ich mach. Ich hab sie nicht belogen. Die graue Luft. So, das ist das erste Paket schon leer. Begeistert sah ich dem Feuer. Und dann geht's weiter mit den größeren. Vielleicht ihm bis heute den gewissen Flair. Wenn ich nachts aus dem Fenster nach draußen schau und ich das Dunkeln sehe, leuchten meine Augen auf. Ja, sieht schon mal besser aus. Machen wir gleich mal hier durch. Großer Bildermix. Von Nico. Gab ich ja relativ billig für 1,40 oder so. Vormal bestellt. Ja, dreimal. Dann geht's weiter mit zweimal Skyrocket von Jorge. Profi-Zündlöscher, dann ein Röder, vor eine Gratis-Beigabe. Wir auf Folge 7, das Beste kommt zum Schluss, deshalb sind wir voll zufrieden. Wir sind die Minderheit, lass uns gemeinsam. Dann haben wir hier zweimal Besuch, eine 10er-Fahrung. Das Konto meistens leer, doch alles hat seinen Preis. Mein Herz geht auf, wenn es rums in der Nacht. Magische Feuerkunst vom Punkt der entfacht. So, jetzt haben wir hier, ich glaube, 10 Stück von den Kometen an Umschlag A. Die Sanderglöcker A. So, dann haben wir hier eine Neuheit von Röder, die Schokolino. Ist ja einfach 1 eingestuft. Sollen ja das eigentlich die Schokolino. Ich bin auch gespannt drauf, was getestet. Nee. Jetzt haben wir hier noch. Nochmal zweimal Böller Mix. Dann haben wir hier, das ist schwer, die schöne Lego Profi Line 14. Die hat ja hier den Tanz der Vampire Effekt. Auf jeden Fall schönes, großes, schweres Teil. Dann geht's weiter. Auch aus der Röder Collection, die Special Edition Number 1. Auch eine schöne Batterie. Lego 30. Dann haben wir hier das Lego Stammland mit dem Made in Germany Vulkan. Auf jeden Fall besser verarbeitet als die chinesischen Dreck. So, dann haben wir hier noch die Lefty Daydream. Auch ganz schön großes Teil. Dann in meinem Tagesvorlauf zu sehen. Und jetzt haben wir hier noch zwei VEs. Einmal die Sanderblock 16 und der 6er VE. Ich darf das aber nicht extra öffnen, kennt ihr ja bestimmt alle. Und als letztes eine VE Tanger 16-4. Auch von Lefty, in der 6. VW. Wir können ja sehen, freitätig. Ich werde das auch nicht extra öffnen, könnt ihr ja bestimmt auch schon. Und dann war es das auch schon mit den zwei Kartons. Dann werde ich nochmal alles hinrichten und dann danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Unboxing. Vom kleinen Böller bis zum Feuertopf, ich lass Straßen erstrahlt, guck die Dragonfire feuert noch. Und weil die Zeit so knapp ist, bin ich dauerhaft am Ballern. Das wird ein ganz neues Jahr und das muss man einfach feiern. Also raus und Batterien aufstellen, auspacken, anstecken, Schwefel in der Luft, während Effekte sich im Brand setzen. Das ist mein Ding, genau die Zeit, die ich so sehr
Liebe, die perfekt geplant ist, damit ich weiß, wo ich's herkrieg. Und dann um 12 wird wild geschossen, es ist übergut. Das Element, was uns verbindet, ist das Pyro. Blauer Himmel, kalte Luft, ein paar Böller in der Jacke. Bin ich unterwegs am Tag der Tage und lass es krachen, weil mich keiner aufhalten kann. Das ist mein Tag, auch wenn es keiner begreift. Blauer Himmel, kalte Luft, ein paar Böller.